Hallo zusammen! Ich habe heute eine ganz interessante Partie mitgebracht, an der ich selber vor einiger Zeit beteiligt war. Im Originalverlauf wurde das Alleinspiel lässig gewonnen und es stellte sich heraus, dass es zwar einen Lösungsweg für die Gegenspieler gegeben hätte, dass der aber gar nicht so einfach zu finden ist. Und deswegen habe ich das Ganze dann auch gleich in ein Rätsel verpackt. Skaträtsel Nummer 50, Stellungsspiel im Team, das Rätsel von letzter Woche. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe einiges an Rückfragen dazu bekommen und habe mich dazu entschlossen, deswegen relativ zeitnah hier mal ein Lösungs- und Analysevideo anzubieten. Was also ist passiert? Wir selber sitzen in Vorhand, schauen auf diese Karte. Mittelhand ist Alleinspieler geworden und sagt jetzt Herz an. Wir haben vier Trumpf dagegen. Die ganze Hand sieht relativ stark aus. Allerdings ist natürlich ein Tick weit das Problem, dass wir in der Beikarte mit zwei bestellten Zehnern ein wenig zu viel Volle haben. Das heißt, das wäre natürlich noch günstiger, wenn diese Vollen irgendwo bei unserem Partner sitzen. Dann sind die nicht so gefährdet, dann würden wir sie leicht auch über Trumpf nach Hause bekommen. So, wir haben das Spiel eröffnet aus der Karo 10 zu dritt, ganz solide. Alleinspieler hat das Karo Ass gelegt und von unserem Partner kam die Karo 8. Jetzt wurde Klein Trumpf gespielt, von unserem Partner das Herz Ass, wenn man so will, zu unserer Überraschung dieser Trumpf Volle auch noch bei unserem Partner. Und hier an dieser Stelle erfolgt die erste Weichenstellung. Also ganz viele Spieler werden sich vielleicht denken, wow, ich habe hier noch drei sichere Trumpfstiche und legen deswegen nur die Herz 7. Ein relativ typischer Fehler. Das führt dann allerdings dazu, dass wir nicht alle Zehner hier verteidigen können, dass wir im Prinzip eine zu wenig verteidigen können, denn wir geben damit dem Alleinspieler die Möglichkeit, Jagd auf unsere Trumpf 10 zu machen. Der wird auch sehen, dass hier erst 11 Augen liegen und wird nach einem Spielverlauf, egal wie es jetzt weitergeht, einfach nicht mehr über Trumpf laufen, sondern über seine Fehlkarten und kann dann später im Spielverlauf mit Karo und Pik Bube und einem weiteren Trumpf etwa den Karo Buben spielen und dann wird unsere Trumpf 10 ein leichtes Opfer. Das habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr das in der App ausprobiert habt, auch schon festgestellt, deswegen wollen wir den Weg mal gar nicht vertiefen, aber das ist hier, wenn man so will, die erste Schlüsselstelle. Wir müssen hier die Trumpf 10 legen. Dieser Trumpfstich, der ist eben tatsächlich gar nicht einzuplanen, der ist nicht unbedingt so viel wert. Wichtiger ist tatsächlich, dass wir die 7 haben und damit auch eine schöne Trumpf-Rückspielkarte im Zweifelsfall, mit der wir hier unsere Zehner im weiteren Spielverlauf noch retten können. So, jetzt kommt die zweite Schlüsselstelle. Unser Partner sitzt in Hinterhand tatsächlich noch auf Karo Dame König. Im Rätsel ist das ja auch mit offenen Karten zu sehen, aber hier in der Analyse tun wir mal so, als wüssten wir das noch nicht. Unser Partner hat mit Karo Dame König natürlich auch kein gutes Fortspiel, denn entweder ich habe hier blank aufgespielt, was eher unwahrscheinlich ist, oder aus dem Drilling, das heißt so oder so, wenn der Karo weiterspielt, ist das vermutlich günstig für den Alleinspieler. Die Kombination, dass ich jetzt noch die 10 habe und der Alleinspieler die 9, also ich aus der einfach bestellten 10 ausgespielt habe, das ist wohl die unwahrscheinlichste Variante. Deswegen ist der Spieler hier gar nicht so schlecht beraten, eine neue Farbe aufzumachen, jetzt etwa aus seiner 10 zu dritt. Und wenn das gelingt, dann wird das Spiel schon fast eine Art Selbstläufer, dann sind die beiden Hürden erledigt, die wir brauchen, um dieses Spiel zu schlagen. Der Alleinspieler hat natürlich, wenn er schon in Mittelhand sitzt, wenn er trumpfschwach ist, also weder die beiden kräftigen Buben hier hat noch Trumpfvollen, hat er logischerweise eine starke Beikarte, also das nächste Ass nimmt er raus und kann jetzt wieder Trumpf spielen, kann und wird. Von unserem Partner noch die Herzdame, damit ist natürlich klar, es handelt sich hier nur um einen Fünftrümpfer und diese Augen, die sollten wir durchaus mitnehmen auf 28, ja, und jetzt sind wir so gut im Geschäft, dass tatsächlich sogar verschiedene Wege ins Ziel führen. Wir könnten tatsächlich auch den Kreuz Buben spielen oder Karo 9, aber vielleicht der ehrlichste Weg, der geradlinigste Weg ist jetzt hier wirklich die 10 anzubieten und mal zu schauen, wie sieht denn die Beikarte des Alleinspielers aus. Der wird sich natürlich diesen Vollen nicht entgehen lassen, sticht mit dem Trumpf König. Und hat jetzt im Endeffekt auch einen Tick weit Pech, dass er sich beim Drücken so entschieden hat, wie er es eben getan hat. Er hat nämlich zwei Pik gedrückt, das heißt, das Pik Ass war auch blank und in Kreuz hat er noch Ass, König, Dame. Er will natürlich unsere 10, wenn es geht, erobern, deswegen setzt er relativ harmlos mit der Trumpf Lusche fort von unserem Partner.
Idealerweise jetzt der Karo König, das blank stehende Bild, damit wir nach diesem Stich auch noch mit Karo weiter Druck machen können. Und wir dürfen eben jetzt nicht den Fehler machen, diesen Stich laufen zu lassen, weil wir auf die zwei Augen scharf sind, der Bube, der dann noch fehlt, denn dann wiederum wird unsere 10 ein Opfer. Also nehmen wir hier mit. Und jetzt haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten direkt Trumpf den Alleinspieler wieder anspielen. Der muss dann mit Kreuz Ass König Dame antreten und wird damit nur noch einen Stich machen. Wir können aber auch noch einen Zwischenzug machen mit der Karo 9. Dann wird der Alleinspieler wohl die Kreuz Dame abwerfen von unserem Partner. Könnte schon die Pik 10 kommen, der kann aber auch erst noch mal eine Kreuz Lusche fallen lassen, denn wir brauchen im Endeffekt am Ende sowieso noch einen weiteren fetten Stich. Jetzt kommt eben die Kreuz, die Trumpf 7 und dafür ist sie wirklich gut. Der Alleinspieler wird in seinen Buben eingespielt, der letzte Kreuz von unserem Partner fällt und jetzt ist es natürlich ganz egal, wie es weitergeht. Kreuz Ass König, hier noch die Pik 10 bestellt. Wir machen jetzt noch genau diesen einen Stich, haben 37 liegen und mit diesem Stich sind wir dann bei 61. Also, da müssen die beiden Parteien schon ziemlich gut harmonieren und wenn am Anfang der Spieler hier sich etwa entscheidet, die Trumpf 10 zu schonen in der ersten Trumpfrunde, dann ist das Spiel schon nicht mehr zu lösen. Ja, und das fand ich ganz pfiffig, das fand ich ganz raffiniert und deswegen habe ich da dieses Rätsel draus gemacht. Hoffe, ich konnte euch damit helfen und will dann abschließend die Chance auch nochmal nutzen, mich bei meinen treuen Unterstützern zu bedanken. Vielen Dank für eine einmalige Unterstützung meines Kanals an Moritz Schönherr und an Yvonne Wöck. Und weiterer Dank an treue Patreons, die mich monatlich unterstützen. Sabine Arual, Softbread, Timo Koyuslomi und Thoralf Malur-Dahm. Herzlichen Dank für diese Unterstützung. Ich weiß das sehr zu schätzen. Dann wünsche ich euch noch einen herrlichen Rest eures Tages. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wie immer, gut Blatt.